Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Bros. Wii. Nachdem die letzte sehr erfolgreich war, hoffe ich natürlich, dass es heute genauso gut läuft. Aber erstmal geht's ins Pilzhaus. Yay! Ich meine natürlich, ich freue mich sehr, sehr. Ja. Okay. Man merkt meine Überzeugung, hoffe ich. Wow, nicht direkt ein Bowser. Das ist gleichwertig. Ja, die zwei, die ich als letztes aufgedeckt habe, sind gleichwertig. Aber ich habe eine Blume bekommen. Und ein Propellerpilz. Bowser Junior. Stern. Eis. Mann, ich will jetzt hier nicht fällen. Ich will noch mindestens ein Item mitnehmen. Ja! Okay. War sogar gut, dieser Try. Ja, das war an sich klar. Ich denke, Bowser war rechts diagonal drin. Ah nein, da war eine Eisblume. Naja. Gut. Dann war trotzdem erfolgreich. Ja, ich habe so viele Items. Da kann ich auch mal hier eine Feuerblume ausrüsten fürs Spukhaus. Wäre sonst ja auch Verschwendung. Und hier gibt es natürlich wie in jedem einen Secret Exit. Jo. Ah ja, das war das Spukhaus. Mit einer Stelle. Oh. Wo war der Secret Exit? Ihr seid das schon oder war das eine Star Coin? Ich glaube, das ist er. Ja, ich weiß. Sehr toll. So. Ich habe gerade auch mal ein tolles, kurzes Off-Topic-Thema zum Ansprechen. Kennt ihr das, wenn man Zeitungen austrägt? Und die eigentlich an einem Tag abends um 18 Uhr da sein sollen, aber sie am nächsten Tag um 10 Uhr immer noch nicht da sind. Und man sich so denkt, ey, what the fuck wollt ihr? Ich will mein Geld. Ja, genau die Situation hab ich gerade. Yay. Und irgendwo hier ist doch... Ich glaube irgendwie nicht, dass das schon der Secret Exit ist, so wie es im Moment ist. Hier ist nichts. So komme ich ein gutes Stück höher. So, hier kann ich ja nochmal gucken. Mami. Moment, ach so, das war schon die dritte Starcoin gerade. Dann ist das hier wohl doch der Secret Exit Weg. Ein riesiger Buhu. Komm mal lieber hier runter. Denn wenn du unten bist, kann ich besser über dich drüber springen. Ach, die Tür ist sogar richtig. Ich dachte, das wäre wieder eine versteckte. Aber das ist auf jeden Fall der Secret Exit. Hier ist irgendwo eine Sprungfeder, oder? Wer hätte es gedacht? Wenn ich den hier hinlocke. Sehr schön. So macht man's, Leute. Ihr habt genau gesehen, wie man die Sprungfeder perfekt platziert. Macht's mir nach. Yay, ich kann's halt. Naja, aber den Secret Exit direkt mitgenommen. Und das sei nicht zu erwarten, der führt dahin zu dem Sternhaus, das komplett unnötig ist. Woo. Gut, dann jetzt normaler Exit. Thank you.
So weit wäre ich hier, weil das Secret Exit. Ich hoffe mal, ich wette Ihnen, ich habe schon was verpasst. Was soll das, dass ihr für Nova Sprite, hä? Das sieht irgendwie aus wie so ein... Ich weiß nicht warum, das sieht irgendwie aus, finde ich, wie so, keine Ahnung, eine Milchschnitte, bloß mit braunem Teig. Nee, warte, hä? Was laber ich? Brauner Creme, der Teig ist sowieso braun bei Milchschnitte. Wombo Combo! Hier ist Setting ohne Starcoin. Sehr gut gemacht! Das war perfekt. Ich spiele gerade wirklich wie ein junger Gott. Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich bin Gott. Die zweite. Yay. Sehr nice. Ich bin ja ernsthaft schon am Ende. Okay. Ich habe keine Idee, wo die erste sein könnte. Außer, dass sie, ich wette, die wird einfach, so wie der Secret Exit, irgendwo random im ersten Raum, wenn man runtergeht, versteckt sein. Also sich runterfahren lässt von so einer Plattform oder die runterdrückt oder was auch immer. Wenn man sie runtermacht, wenn man sie diskriminiert, Junge. Gut. Das war wieder ein toller Beitrag, ich weiß. Das ist mein Style hier. Das ist nicht. Ich meine, ich renne hier ja eigentlich auch immer einfach durch. Da kann das leicht passieren, dass wenn hier noch was so versteckt ist, dass ich das dann verpasse. Das fettige neben mir könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube neben mir ist die Starcoin. Ich meine, wo sollte sie sonst sein? Sehr gut gemacht. Ich bin wirklich ein Experte. Dann hier an den Rand. Gönnen. Gut. Jetzt gehe ich einfach nur noch zum Ziel. Schade, dass hier kein unsichtbarer Stern ist und dass ich keine Eisblumen mehr habe. Die wird sich ja verdammt lohnen. Das sind ein paar. Die rennen gleich noch in den da. Und jetzt rennen die einfach weg. Gut, damit wäre ich hier soweit. Vor allem, was mir gerade mal so auffällt. Obwohl, ja okay, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt man, ja, da auch einfach beim unteren Weg hier draußen raus. Cool. Ich dachte erst, man könnte die Starcoin nicht verpassen. Wäre aber auch ein bisschen hart lächerlich. Reicht die Platzierung? Easy! Ich fand zwar meine Platzierung der Sprungfeder beim Secret Exit deutlich besser. Oh, übrigens, noch ein Leben und ich habe das Maximum. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Das schaffe ich locker in diesem Part. Hoffentlich auch die Welt. Ja doch, warum nicht? Wir haben erst 8 Minuten hier durch. Oder 9. Und es fehlen noch 2 Level. Oh. Das ist ein toller Lakitu der Münzen hier. Das Level ist ein bisschen weird, finde ich. Den Arschigen will ich weghaben. Der Tolle darf natürlich bleiben. Hier kriegt Yoshi was zu fressen. Hier kann ich noch einen guten Lakitu erschaffen. Die verschwinden halt nach einer Zeit. So, den Himmel absuchen, immer wichtig. Vor allem eben in Lakitu zu leveln. Wow. Also der kann, wenn man ihn berührt, einen natürlich auch verletzen. Jetzt kommt auch der andere hier.
Junge. Nein, Yoshi! Muss ich mich gleich drum kümmern. Geh raus! Yoshi, ich krieg dich! Gut, zwei Starcoins, Yoshi habe ich auch wieder. Dann habe ich eine Eisblume. Meistens in solchen Leveln gibt es 10 Früchte für Yoshi. Kann man sich merken. Den Lakitu lasse ich mal trotzdem gerade weg. Ah, da muss ich hoch. Wer braucht Lakitu? Man kann auch Skill haben. Und damit wäre ich bereits bei der letzten. Oh, hier gibt es anscheinend sogar mehr. Ich meine, allein hier sind ja schon 6. Propellerpilz. Gönn ich mir. Jetzt muss ich einen von denen hier grabben. Ich glaube, alternativ hätte ich das gar nicht gemusst, weil ich halt auch mit meinem Propeller. Ich hätte mit Yoshi und Propellerpilz-Kombi das auch locker geschafft. So, ihr dürft hier jetzt ab sofort leben. Tschüss. Ich bin wirklich nett, ich weiß. Hier kann man sogar 3-mal Futter für Yoshi bekommen. Also 3-mal die 5. Gott, war das gut. Ich bin Pro. Gestern habe ich auch einen tollen Moment. Da fällt mir wieder auf, was für ein Experte ich bin. Ich war bei einem Freund, wir haben auf der Konsole. Ja, ich habe ewig nicht mehr auf der Konsole. Ernsthaft, man kann die wahrscheinlich sogar 4-mal zusammenbekommen. Ich habe halt auf der Konsole schon gefühlt ein Jahr nicht mehr gezockt. Wenn nicht sogar gefühlt. Da haben wir halt auf der Konsole mal wieder gezockt. Ich bin natürlich der Typ, der ohne Essen mit einem Steinschwert und ohne Rüstung ins Never rennt. Natürlich habe ich trotzdem irgendwie in einem Try zum Beispiel 4 Wither-Skelette und 3 Blazes getötet, weil ich habe Skill. Ich bin Experte. Ich meine, was wollen die Mobs gegen mich machen? Ich schüchter die mit meiner Präsenz ein. So, an sich, das Level hier ist cool, nur... Wenn ich mich richtig erinnere, jedenfalls nur. Ja, das ist cool. Aber sehr gut festgehalten, Mario. Hier gab es auch einen Glitch. Dazu bräuchte ich aber ein anderes Item. Schade. Ich guck mal, ob ich das dann noch zeige. Dazu bräuchte ich halt, wie gesagt, ein anderes Item. Ah. Hier muss ich durchdrehen, auf diese Seite kommen beim Klettern. Dann halte ich mich allgemein auf dieser Seite fest. Und bekomme ich hier... Ach, hier kann ich mich sogar hinstellen. Okay. Das hätten wir auch gegessen. Na, ich gehe mal wieder auf die Vorderseite. Ist ordentlicher. Jetzt kommt der nächste Teil des Levels, der auch schon schwieriger ist. Alter, wie lange braucht es? Ich dachte, es kommt eigentlich so ziemlich direkt. Das da oben ist deutlich schneller. Mann, hier ist eine Eisblume. Die brauche ich nämlich für den Glitch. Hier warte ich lieber. Propellerpilz brauche ich ja absolut nicht. Leer hier. Ah. Weil ich weiß, dass in der Röhre da die letzte Starcoin ist. Das
deswegen wusste ich, dass ich den... Oh, so viel dazu. Ihr habt nichts gehört. Nee, aber für die braucht man den Block nicht, das weiß ich. Mit einem gekonnten Dreisprung kann man sich hier das Leben leicht machen und diese Stelle skippen. Dazu braucht man aber erstmal so viel Skill wie ich. Ja, hier kommt noch was, oder? Ja, der Unterwasserabschnitt. Ich habe das Gefühl, die vierten Endcastles sind in, jedenfalls in dem Mario Bros., die ich oft gespielt habe, auf Deutsch, Mario Bros. U und Wii, eigentlich immer echt gut. Und vor allem auch abwechslungsreich. Okay, sie basieren eigentlich immer auf Feuer, Stacheldingern und es gibt immer einen Unterwasserabschnitt dazu. Also eigentlich schon ganz cool. Das hat schon eine ziemliche Range. Zack, gönne ich mir. Versuch das Ding nicht zu treffen. Vergiss es, ich bin zu gut. Da muss ich für die Starcoin hin. Geh weg. So. Ich töte hier einfach alle hier oben, bevor die mich sehen. Ah, schade, einer hat mich gesehen. Aber inzwischen macht das auch nichts mehr, das sind so wenige. Hallo. So, kriege ich hier vielleicht auch noch eine Feuerblume für den Bosskampf? Nein? Scheiße. Ah ja, ich habe die maximale Lebensanzahl erreicht. 99. Hier gibt es anscheinend kein Item direkt vom Boss. Wir sind links schon, aber als ob ich da jetzt noch freiwillig hin zurückrenne. So, der Bosskampf an sich ist, wenn ich mich nicht irre, schon kompliziert. Ich finde das Aquarium im Hintergrund cool. So, und jetzt kommt das Schwierige. Ich glaube, man sieht das Problem. Das Wasser sinkt auch immer wieder. Unter Wasser kann man gar nicht treffen. Toller Beginn. Was? Das war kein Hit. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, genau. Was soll ich da tun? Da kann ich nichts machen. Was soll das? Also, ich hab den Boss zwar schwierig in Erinnerung, aber das ist Verarsche. Ja, geil, das halbe Level nochmal machen. Er sagt eher das Dreiviertel. Ja, sicher bekomme ich hier jetzt einen Stern. Ja, der ist auf jeden Fall so gut an der Stelle. Immerhin kann ich damit ein bisschen was skippen. Heißt aber nicht, dass danach nichts mehr kommt. Vor allem wird der Abschnitt jetzt scheiße. Ohne Eisblume. Ja, hier gibt's keine Items, erzähl es wem anders. Wie soll ich den Bosskampf schaffen, mein Ernst? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Überwarten. Boah, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre. Die Starcoin brauche ich natürlich nochmal und mit Feuerblume ist die auch schwer genug, weil die Typen kann ich jetzt alle nicht töten. Geht ja. Die Hälfte sieht mich halt nicht an.
jetzt wieder der Bosskampf. Und da habe ich keinen Plan, wie ich das machen soll. Ich werde vermutlich ja diesmal einfach auf Distanz gehen, weil Feuerbälle ist dann, kann man auch unter Wasser. Ja, ja. Musst jetzt nicht hier so lange rummachen. Ich hoffe mal, dass ich den Boss jetzt schaffe. Sobald ich getroffen werde, wird der Bosskampf um 80.000% schwerer. Jetzt habe ich hier schon... Okay, ein Ring ist despawned. Das Wasser kommt wieder. Ja! Diesmal komplett easy. Was zur Hölle? Wieso war das diesmal so viel einfacher? Gott. Also die Feuerblume war da schon echt gut. Wenn man die mitnimmt, ist der Boss machbar. Ja. Diesmal nicht alles wie sonst. Es gibt jetzt noch ein Luftschiff-Level. Aber ich will euch erstmal den Glitch zeigen, wenn es klappt. Ich weiß jetzt auch nicht 100%, wie man den ausführt. Ich weiß auch nicht mehr, ob es diese Stelle schon war oder eine andere. Ich kann hier ja ohne Probleme aus. Weko. Also ich werde es jetzt auch nur einmal versuchen. Ich kann nicht garantieren, dass es klappt. Ich glaube sogar, es hat schon eben nicht geklappt. Ja. Eigentlich sollte einer von denen nicht kaputt gehen, sondern endlos viele Münzen droppen. Ich google kurz mal. So, ich bin wieder an der Stelle. Ich habe jetzt mal geguckt, wie genau das geht. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Ich bin gut. Komm. Ich werde das jetzt schaffen. Zu langsam. Ich muss eben, wenn der Koopa in meiner Nähe ist, springen, ihn einfrieren und bevor er auf dem Boden landet, die Seite vom Gitter wechseln, indem ich schlage. Und dann wird ein Glitch ausgelöst. Ein toller. So, der Weg dahin ist ja echt kein Problem. Mann, was war das? Warum schütteln? Ich muss mich da verdammt beeilen, damit es klappt. Ich will es jetzt auch schaffen. Ich zeig diesen Glitch in meinem Video, verdammt. Hi. So, ich lese mir kurz nochmal durch. Ich hab doch...
Weil ich eine Minisekunde oder einen Millimeter zu weit unten stand, oder was? Gott. Ich schaff das jetzt. Der Tribe jetzt. Alles klar, eigentlich müsste Mario automatisch nach rechts gucken. So viel zu der Triviert. So, ich probiere das nochmal. Ja, Mario, schau. Ja! Und damit ist der Glitch ausgelöst! Viel Spaß beim endlos Coins farmen! Und beim Spielabsturz! Also wer noch nicht die vollen Leben hat, viel Spaß! Ich gönne mir hier noch kurz, auch wenn es mir absolut nichts bringt. Außer dass mein Spiel leckt wie die Scheiße. Ihr seht's, denke ich. Weg hier! Ich kann mich nicht festhalten. Lieber mal beenden. Das Spiel ist ein bisschen am Abkacken, aber ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Dann jetzt noch das Level. War nice, ne? Unendlich Coins. Und ein Spielabsturz. Aber man darf natürlich, wenn man die Leben behalten will, dann nicht wie ich das Level beenden, sondern muss es durchspielen. Ansonsten behält man die Leben nicht. Bei mir war es jetzt ziemlich egal. Das eine Leben bekomme ich auch noch irgendwie anders irgendwann wieder. So, und jetzt lass mich hier bitte durch. Boah, Junge, geh doch hoch. Ich habe keinen Bock auf noch einen Gegentreffer. So. Hier, dieses Luftschiff ist dann auch das echte Finallevel von Welt 4 und nicht das Castle davor. Okay, da ist safe nur ein One-Up drin. Oh ne, hier gab es noch irgendwo eine asoziale Starcoin, da bin ich mir eigentlich sicher. Die dritte dann vermutlich, denn hier wird die zweite sein. Ah ja, die Dinger. Kennen wir auch aus Mario Galaxy. Boah, und wenn Mario springt, dann ist es auch nicht schwer. Lieber einen Moment länger warten mit dem Springen, ansonsten macht Mario manchmal nicht. Und hier war doch was richtig Assiges. War es nicht sogar so, dass man hier ein bestimmtes Item braucht? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Ich habe es gerade geguckt, dass man ein bestimmtes Item braucht, das hier im Level nicht vorhanden ist. Okay, anscheinend nicht. Ich meine, ich bin durch. War dann wohl doch nicht so assi. Damit wäre ich bei. Den Block brauche ich. So, hoch mit dir. Der Kampf gegen Bowser Jr. Mein Block ist zwar despawned, aber egal. Ich kann echt so treffen, nice. Harter Bosskampf. Ich muss sagen, ich wurde sehr beansprucht in diesen 10 Sekunden, die du gelebt hast, Bowser Jr. Aber tot ist er noch nicht.
Ui. Gut. Der Part ist damit auch zu Ende. Lief auch wieder gut. Der Infinite Coin Glitch ist gelaufen am Ende. Oder Sternmünzen Welt 4, weil ich ein Genie bin. Ich habe alle Sternmünzen in den ersten vier Welten. Tja, ich bin halt gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier in der Dschungelwelt. Bis dann. Ja, ein Größenwahnsinniger. Ciao.